Und da bin ich wieder und weiter geht's direkt. Wir sind gerade auf dem Weg, ich und Irish, zu der Hintertür des Lagerhauses. Starting to think you're soft on me, Johnny boy. Can't even sneeze these days without you being there to catch the drips. This is your last chance, you good for nothing shyster. You've already wasted too much of my time. Also die Texaner, falls du hier überhaupt in Texas bist, die spinnen ja meiner Meinung nach. Alle hier sind irre. Keep your eyes open. Shaky's all right, but I don't trust the gang of fools he runs with. Obwohl, stimmt ja, der ist ja Ire, der Irish. Shaky's made the arrangements, and he'll... Shite. Sounds like Shaky's only gone and got himself found out. All right. Now all we have to do is find out who you work with. You hear me? Shaky? You wretched fucking son of a whore. Suck my in! Oh! Labor relations don't sound like they're exactly at an all-time high. You sneak in and get poor Shaky loose. I'll go get the wagon. Good luck, Marston. He's a good man, that Shaky. Letztes Mal habe ich Shake hier aus Versehen umgebracht. Alright, what your usual magic? Deshalb werde ich jetzt mal aufpassen, dass ich ihn nicht umbringe. Natürlich klettern wir die Leiter hoch. Nächste Leiter. Oh ja, ich sollte mich hier reinschleichen, habe ich ganz vergessen. Egal, jetzt bin ich eh schon aufgeflogen. Ja, das ist ja sehr nett, dass da dieser Hut ist. Mister, I thought I was dead, man. My kindness is only as good as the bullets you can fetch up for me and your friend Irish. Let me down, and you'll be a dead man. It's gonna be one hell of a fight. Ich hasse dieses Stottern. That was too close to my liking. Now what are you gonna do? Ja, das ist ja wunderbar. Ja, am Checkpoint neu laden. Ha? Gut. Also, ich mag Shaky, auch wenn er stottert. Habe ich wieder Gewehrmuni? Das ist sehr gut. Das ist eine gute Frage. Woher hat Shaky das Gewehr? Ich schätze mal, hat er sich von einem Toten aufgehoben oder so. Ach ja, Blutspur. Ja, wo lang denn jetzt, Shaky? Ja, okay, öffne ich mal die Tür. Egal, mit denen werde ich schon fertig. Schätze ich mal. Oh Gott, das Blut läuft aus. Ja, ich dachte, das wäre kaputt und wir bräuchten Ersatzteile und keine Munition.
Obwohl, wer weiß, vielleicht sind ja auch in diesen Munitionskisten die Ersatzteile drin. Now we're even. Half even, Shaky. You still owe me for them morphine pills to calm your nerves. Shake. You'll get your half. More, you dirty fucking snake. Alright, gentlemen. Wieder den. Hätte mich voll aufgeregt. Ich hätte ihn voll gekillt, den Irish. Fucking. My virgin ears. Come on, then, Johnny boy. Let's go. Are you coming or not? Gott sei Dank fährt Irish. Ich hasse Kutsche fahren. I'm sorry I missed all the dramas. You always miss all the drama. There must be cobwebs growing on that holster of yours. Someone's gonna drive the wagon, don't they? Teamwork, Johnny boy. That's my game, not just the glory like you. Dachte ich mir, wenn ich schon nicht fahren muss, muss ich schießen. Shoot those bastards! I'm gonna head for McFarlane! Why do you want to die? Ich hab's wirklich noch nie erlebt, dass ich in Red Dead Redemption so einen Munitionsmangel habe wie jetzt. Here you are, pillar off! Oh, hey, ich krieg ja wieder noch eine Muni, ist ja geil. I don't like this person. My heart's beating like a bloody drum. Just drive, Irish. Acting like a schoolgirl. I'm telling you, Irish, that machine gun had better work after all this. Don't you worry. You won't find a finer piece of artillery west of Dublin. Look out, there's one on the bridge up ahead. Jesus, we really ruffled a few feathers back there. Seems like half New Austin wants me dead. Well, I'll be buggered back. So much for cover! Ach, wenn ich mal so gucke, wie Irish fährt, wie langsam und wie ich fahre, das ist mir doch lieber, wenn ich fahre. Jetzt dürft uns keine Banditen mehr belästigen. Das heißt, McFarlane's Ranch. I'm gonna need it. Bill Williamson's got himself an army. So I guess this is where we part ways, Johnny Marston. Or maybe not, friend. You're gonna be right alongside me when I take on that fort. After all you put me through, it's time you pull the damn trigger for once. Show me what a big, bad killer you really are. Yes, of course. What am I thinking? Don't worry, you can count on me. I just hope I don't steal all your glory. Wouldn't be right or proper. Impressive, Marston. We'll have Wes Dickens's wagon rigged and ready to go soon enough. Wo hat er jetzt vorhin zu gehen? Eine Marshall-Mission? Ach ja, genau, natürlich. Die müsste jetzt an Fort Mercer sein, oder? Ja, okay, los geht's. Aber vorher, ach, ist gerade Nacht. Schlafe ich einfach mal kurz, weil ich will mir vorher nochmal mein 3-Sterne-Pferd kaufen. Oh. Wundervoll. Man kann diese Pferdeurkunden eigentlich in jedem Gemischtwarenladen kaufen. Aber dafür muss man das Pferd erstmal eingefangen haben, um sich das kaufen zu können. Nick and Stance. Wie? Ach, ich habe ja gar kein Geld. Könnte mir schon alle kaufen, aber kann ich mir nicht leisten. Kann ich ihn verkaufen? Nein. Na super. Ha,
Nein, ich bin auf dieses Pferd nicht angewiesen. Ich komme auch gut mit meinem jetzigen Pferd, klar. Das mich kaum beim Rennen überholt, der Baker. Oder wir drehen jetzt mal und fahren Postkutsche. Das war eine Herausforderung, was? Tut mir leid, das muss jetzt einfach kurz sein. Der spuckt mich an, dann spuck ich zurück und kill den jetzt. Nein. Obwohl soll ich den töten? Ja, komm. Ah, Tobias Weldon. Der hat einen Schnurrbart, der hat es nicht anders verdient. Ja, ist gut. Wundervoll. Also ich hätte ihn ja auch nur entwaffnen können, aber dann wäre es nicht so lustig gewesen. Und wenn der Kerl mich anspuckt hat... Nein, jetzt ist die Postkutsche nicht in Betrieb. Mein Gott. Wow. Was für Straftat? Ich habe keine Straftat begangen. Ich habe nur einem Duell zugestimmt, jetzt kommt Pferd. Hey, das trifft sich ganz gut. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie man sich ergibt. Falls mir jetzt gleich die Marshals auf den Fersen sind, könnt ihr gleich mal wunderbar sehen, wie ich meine Strafe aussitze. Und geht schon los. Ich bin gestorben. Warte. Ach, ja, man ergibt sich ohne Waffe, ne? Ja. Ja, das war jetzt schlecht. Aber egal, jetzt bin ich wieder schön. Obwohl, habe ich jetzt immer noch Kopfgeld auf mir? Muss ich mal gucken. Kopfgeld, nein. Ach, ich bin wieder komplett brav. Brav? Nein, nicht brav. Okay, wenn ich so weitermache wie jetzt, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Bis ich... Okay, jetzt stimme ich keinem Duell zu und werde einfach normal mit der Postkutsche nach Fort Mercer fahren. Oder einfach zum Wegpunkt. Genau, ab nach Rio Bravo. Dankeschön, auch wenn er mich nicht bis 8. Ne, da gibt's ja jetzt nicht. Der hat mir jetzt Geld abgenommen bis zu meinem Wegpunkt, aber bringt mich noch niemals bis dahin. Betrüger. Wenn ich jetzt nicht so moralisch wäre, ne, dann hätte ich den ja umgebracht. Ja, ich erzähle euch was von Moral, der gerade einen Menschen getötet hat. Wunderbar. Also, mein Pferd ist echt bescheuert. Wenn das keinen Ehrenabzug geben würde, würde ich das jetzt töten, aber... Dafür liebe ich mein Pferd zu sehr. Doch, es gibt einen Ehrenabzug, wenn ich mein Pferd töte. Soll ich die mal demonstrieren? Ja, soll ich es halten? Okay. Okay, gut, überredet. So sieht es also aus, wenn ich ein großes Tier häute. Come on, let's get this over with.
Und so sieht ein gehäutetes Pferd aus. Nein, es gibt Unterschiede. Es gibt große, mittlere und kleine Tiere. Bei einem Hasen macht er einfach nur einen Schlitt, den der gerade hier am Ende gemacht hat. Und bei großen Tieren macht er die Prozedur, die man gerade gesehen hat. Richtig. Bei Vögeln reißt man einfach nur die Feder raus. Endlich. Duchess Gang. Nee, nicht Duchess. Williamsons. Ach ja, genau, rauchen ist ja gesund. John? Marshall? Gentlemen! Der einzigste, der fehlt, ist Seth. It's time. We must go. Why? What's happening? Seth, oh nein, Seth ist auch darin. But we can't leave it too long, or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Huh? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh. All I care about is Williamson. It is vital we stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. The question is which will win out between his pride and his instinct for survival. Soll ich Williamson töten oder gefangen halten? Ensconce yourself in the back of my wagon, John, so that we can make our grand entrance. Sieht doch prima aus. Come on, let's go. All right, good. Now just stay put till I tell you otherwise. That scoundrel Seth had better not let us down. Once we're inside and I lulled our adversaries into a false sense of security with some beguiling sales patter, I will give you the signal. What signal? The moment you hear a sharp rap on the side of the wagon, rise like the phoenix and start shooting like you've never shot before. This is it, my dear boy. The moment of truth. Me and you, John. One last time into the breach. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. I'll be honest with you, John. I'm a little jittery. John? It reeks of miracles und back here. Thank God. I'll be ready with that machine gun, my dear boy. Mach mal kurz Stopp. I'll be a city.